Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Okami. Ich weiß schon gar nicht mehr, was das letzte Mal los war, aber ich glaube, der Plan zieht, glaube ich, vor, in den Wassertrank zu gehen. Machen wir das doch mal, das soll hier drüben sein. Und wir haben ja, genau, wir haben ja die Erlaubnis. Wir dürfen ja. Und bin mal gespannt, was wir dort zu sehen bekommen. Ein Loch. Und Muscheln. Muscheln. Tintenstein. Hä? Ich dachte, ich hätte gerade was gehört. Irgendwie habe ich Angst vor diesem Loch. Glasperlen. Da ist was drin. Ach Gottchen, sag bloß, der schläft da und wir müssen da jetzt... Ach verdammt, ja, da war ja was. Sag bloß, der schläft da und wir müssen da jetzt ernsthaft reinspringen. Also wenn es demnächst den Geist aufgibt, muss ich halt wirklich mal neue Batterien suchen. Hui! Nein! Hä? Was zur Hölle? Es ist dieser nervige Wasserdrache. Jetzt will uns dieses rasende Seemonster noch von Öl fast fertig machen. Also, hier hat es sein Zuhause, was? Das Ding hat aber ein gewaltig bösartig aussehendes Maul. Glaubst du wirklich, dass wir da rein können und wieder lebend rauskommen? Ich meine, wir sprechen hier nicht vom Magen des Kaisers. Ja, wir müssen. Wir müssen. Leider. Was habe ich mir nur angetan? Innerhalb des Drachens. Oh, die sieht ja gar nicht so schlimm aus. Nun, hier sind wir. Das ist also der Bauch des Wasserdrachens, was? Geht das nur mir so, oder ist das hier unerträglich heiß und feucht? So wie dieser Drache Amok läuft, bin ich mir sicher, wir werden hier drin jede Menge schreckliche Sachen sehen. Ich hoffe nur, dass ich mich nicht übergeben muss. Glaubst du wirklich, dass wir diese Drachenkugel hier drin finden werden, Amy? Ja, muss wohl. Aber momentan sieht es ja noch nicht so schrecklich aus. Tintenstein, schön. Ah, das sind die Truhen von hier zutage. Oh, das wollte ich nicht ausbuddeln. Ich wollte diese Muschel ausbuddeln. Danke. Für eine Perle. So, da geht's nur wieder raus. Nur wieder raus, ja. Kristall, schön. Und was haben wir hier noch Schönes? Ein Knochen. Immer gut. Knochen kann man nie genug haben. So, kurz bevor es rausgeht, hat es da noch so ein Dingens. Was ist da oben eigentlich? Wasser. Rein Interesse halber. Nö, okay. Hätte ja sein können. Gut. Schauen wir weiter und hier können wir wieder buddeln. Ich buddel gerade diesmal sogar ausnahmsweise direkt richtig. Bullenhorn, schön. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass man hier sehr viel erkunden kann. Also ich weiß nicht, irgendwie habe ich mir diesen Dungeon... Ich nenne es einfach mal Dungeon, ich vermute mal, dass es einer sein wird. Ja, ist ja wahrscheinlich. Habe ich mir irgendwie ekliger vorgestellt. Irgendwie so... Ja, in die Richtung, wie es bei Twine war. Da gab es auch so eine Stelle, wo man in ein Viech rein musste. Und das war doch irgendwie total eklig gemacht. Noch ekliger auch als die Stelle bei Ocarina of Time, wo es ja auch einen Dungeon innerhalb eines Walls gab. Ja, und der war auch zwar nicht ganz ohne von Ekligkeitsfaktor her, aber
Ja, Twine hat's geschlagen, würde ich mal behaupten. Ich kann jetzt auch draufhauen. Schön. Naja, ich hätte wohl mehr Zähne rausholen können, aber egal. Ich mag die Gegner nicht, bei denen bin ich wirklich froh, wenn ich sie überhaupt irgendwie schnell kaputt bekomme. Wenn ich Zähne suche, da gehe ich dann wirklich lieber zu den, zu diesen, na, ihr wisst schon, was ich meine, zu diesen Dämonen da auf der ersten Ebene, auf dem Shinjo-Feld, so wie das war. Ach komm, komm runter. Ach so. Ah, das war jetzt nicht meine Absicht. Oh! Das war auch nicht meine Absicht, aber schön, dass ich dich getroffen habe. Darf ich dich irgendwie... Au! Ach komm schon, runter. Ach komm schon. Ach komm, das gibt's doch nicht. Hab ich dich endlich? Ja. Gut. Bei dir war es, glaube ich, auch Wind. Ja. Ja, ich beim vorigen falsch gemacht, ich weiß, aber... Oh, war ich doch nicht so scheiße, wie ich dachte. Ich hätte jetzt gedacht, da bekäme ich schon wieder eine komplett bescheuerte Bewertung. War das hier... Ach so, das war hier, von wegen, da kommst du hoch, ne? Okay. Nämlich... Vergeltung. Ja, schön. Da hinten ist auch so eins von wegen, da kommst du hoch, ne? Okay. Achso, ich dachte gerade, es sei ein Riss in der Wand, aber das war nur diese Leuchtdinger. Hi! Die Verbindung wurde unterbrochen. Ja, schön. Ich sollte nach dem Part neue Batterien suchen gehen. So. Das ist natürlich im Kampf sehr schön, dass das im Kampf passiert. Wow! Es gibt hier ernsthaft auch so ein Piepsen, aber wenigstens nicht so nervig wie bei Zelda. So. Geh kaputt, du Vieh. Ja, warst ein bisschen kopflos unterwegs, ne? Puh. Okay, ich sollte vielleicht jetzt nach ein paar Batterien suchen gehen. Kleinen Moment, bin gleich wieder für euch da. Ja, so, da schaut's mal her. Das ist doch ein Anblick. Das ist doch ein Anblick. So, ich sollte mir vielleicht ein neues Päckchen mal holen. Damit ich hier bei mir welche parat habe. Und auch weiß, wo die sind. Ich wollte hier eigentlich nichts. Nein. So, genau. Die kann man aber nicht zum Blühen bringen, oder? Das wär's jetzt noch. Nö, okay, gut. Versuch war es auf jeden Fall wert. Gibt's da unten was, was mich interessieren sollte? Nee. Drüben gibt's eine Muschel, die mich interessieren sollte, aber die nehme ich dann eher von der anderen Seite. Hier gibt's auch eine Muschel, die mich interessieren sollte. Toll, gab's hier nicht irgendwo so ein Ding von wegen, ja, da kommst du hoch? Ja, gab's. Gut. Ja, bin drauf. Gut. Ein Glück. Stahlseelen, Fahrsage. Gut. Wir nehmen ja alles mit, was uns irgendwie in den Weg kommt. Also keine zwangsweise 100%, aber so viel wie möglich. Und da unten scheint es auch noch was zu geben. Springe ich da automatisch hoch? Ja, gut, wenigstens. Aber irgendwie sieht das... Ach so! Das ist so ein Schlüssel. Dann sind wir hier jetzt wohl intuitiv richtig.
Ja, das schaut's an. Warum machen wir das so intuitiv richtig? Weil wir es können. Na, komm schon. Das war jetzt intuitiv scheiße. Gezeichnet. Warte, wie hoch geht denn das bitte? Muss ich doch dann irgendwo... Nö, ich gehe hier runter. Vergiss es. Da hinten können wir noch was buddeln. Ich hoffe, das verschwindet jetzt nicht. Es wäre verschwunden. Wir haben es gerade noch rechtzeitig wieder aufgenommen, okay. Na toll. Was ist das denn für ein Mist? Vielleicht sollte ich doch nicht versuchen, alles mitzunehmen, weil da ist wahrscheinlich eh nichts Wichtiges drin, aber hm. Ich will nun mal. Ich will. Ja, gut. Das ist schon ein bisschen ätzend hier drin. Und wenn das Dungeon realistisch wäre, wäre es das wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Gut, aber wenn es realistisch wäre, dann wäre es nicht der Magen von einem Wasserdrachen. Zack, zack, zack. Bin ich jetzt drauf? Ja, danke. Exorzismus M. Ja, ob sich die Mühe jetzt gelohnt hat, weiß ich auch nicht. So. An dem gehen wir mal vorbei, weil immerhin haben wir einen Schlüssel im Maul. Ich glaube, mit Schlüssel im Maul lässt sich sonst nicht so gut kämpfen. Gut, dass man hier nicht versehentlich runterfallen kann. Ich wollte es nur mal erwähnt haben. Hä? Ach, Heilung. Danke. Der Drache hat eine Heilquelle in sich und sehe ich da gerade 400 irgendwas Glück? Heißt das nicht, dass wir irgendwas verstärken können? Ja. Ja, Wahnsinn. Ich würde mal sagen... Ich würde mal sagen, Magen. Ja, und wenn wir 400 haben wieder, dann haben wir es komplett. Okay. Ah, dann können wir den auch mal wieder füllen. Aber man stellt sich das mal vor mit 3 Leben. Wie könnte ich es speichern? Will ich es aber erstmal nicht machen. Wir schauen, dass ich den Schlüssel wenigstens mal einsetzen kann. Dann komme ich nochmal zurück und ja, da oben ist es auch schon. Nein, 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 nein. Und wie? Du glaubst es gar nicht. Es wird ein Genuss. Bats! Ob das dem Wasserdrachen nicht wehtut, so ist, müssen wir aber nochmal schön zurück. Weil, ja, bei Baum. Nee, weil, wir können da ja noch was ausbrennen und so. Und zwar hier drüben war das, glaube ich. Bevor ich mich da wieder beeilen muss und eventuell den Schlüssel verliere, machen wir es lieber so. Weil ich habe mir schon gedacht, dass das nicht allzu weit entfernt sein kann. Dementsprechend, ja, und ich hatte ja auch recht. So, geh hoch. Die Frage ist nur, ob uns das was... ein ganzes Schiff irgendwo in einem Nebengebilde. Ist klar. Klar, logisch. Ja, ja, okay. Und unserem Magen tut's auch gut. Ja, ich hasse es, wenn so eine Sicht plötzlich dreht. Gut. Irgendwie komme ich mir gerade vor wie bei den Zoras. Ich weiß auch nicht wieso, aber es ist irgendwie dezent so. Nanu? Ist das die Kugel, die wir suchen? Was ist das? Es ist ganz eingewickelt in diese schwabbeligen Bauchmuskeln. Sieht aus wie eine Glaskugel oder sowas. Ja, aber da jetzt ranzukommen, das wäre zu einfach. Da muss doch noch irgendwie ein Gegner kommen oder so. Komm.
Was? Hä? Ach so. Es ist eine Glaskugel oder sowas. Warte einen Moment, ich frage mich, ob das... Nicht, sie rührt sich überhaupt nicht. Der Wasserdrache will das Ding einfach nicht hergeben. Da muss wirklich etwas wirklich Wichtiges, das muss etwas wirklich Wichtiges sein, ja, wie ging denn jetzt Reiseführer? Nein, nicht Wasserstrahl, Sturmwindtechnik. Wie ging sie? Drei Linien, okay. Die suche ich. Na komm. So vielleicht? Nein? Gut, gehen wir mal weiter. Das wird sich sicher noch aufklären. Ja, Sicht. Könntest du mal irgendwie nicht so komisch sein? Eine Sackgasse? Ich weiß nicht, wo wir hier sind. Aber mir gefällt überhaupt nicht, wie diese rote Flüssigkeit hier aussieht. Wenn wir da reinfallen, werden wir vielleicht blitzschnell verdaut. Ja, deswegen sollten wir da einfach nicht reinfallen, ne? Ich glaube, mir wird schlecht. Schau dir mal dieses Gewebe an. Sieht aus, als würde diese eklige Flüssigkeit zurückhalten. Ja, dann machen wir das auch doch einfach mal kaputt, oder? Nicht? Ich geht, hier ist alles so flitschig und weich. Und was ist mit dieser leuchtend roten Flüssigkeit, die überall runtertropft? Würdest du bitte aufhören, damit rumzuspielen, fällt neu, du treibst mich nur in den Wahnsinn. Ja, was soll ich denn sonst machen? Was machst du verdammt nochmal da? Die rote Flüssigkeit regnet jetzt runter. Was wird passieren, wenn diese fleischige Masse weg ist, hm? Jetzt hast du auch noch meine Neugier geweckt. Ja, das ist doch gut. Weil, wir müssen es irgendwie erfahren, denke ich. Ich wette, diese fleischige Masse hält die rote Flüssigkeit zurück. Wir sind Geschichte, wenn das Ding da weg ist. Ich warne dich, Amy. Du solltest besser aufhören, damit rumzuspielen. Okay. Dann speichere ich vorher und spiele weiter damit rum. Aber irgendwie sieht es nämlich nach dem aus, was wir machen müssen. Auch wenn Isun uns davon abhalten will. Isun wird uns nicht davon abhalten. Nein, keiner wird uns davon abhalten. Ja. Deswegen lieber speichern, falls es ein Game Over gibt oder so. Hm. Hallo, ich würde gern speichern. Mein... Freispeichern jederzeit ist natürlich eine schöne Sache, aber Freispeichern an Speicherpunkten ist mir doch noch lieber als automatisches Speichern. Weil automatisches Speichern dann doch manchmal ein bisschen Murks macht. Durch scheiß automatisches Speichern durfte ich wahrscheinlich Hype Tompo oder Legend Anniversary oder so neu spielen. Weil es mit den Bug in den Spielstand gespeichert hat. Dieses Scheißteil. Durch diesen Bug musstest du dann eben neu spielen, weil du es nicht mehr schaffen konntest. Naja. Okay. Ich würde sagen, dann war's das erstmal für diesen Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß an diesem Part. Über einen Kommentar oder eine Bewertung würde ich mich sehr freuen und wenn wir uns auch das nächste Mal wiedersehen, wenn es wieder heißt Let's Play OK. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Leute.